Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft Trust and Betrayal. Wieder mit dabei ist die Cinity, die Julia. Guten Tag. Der Kaden. Hi. Der Spielepirat. Hoi. Der sich ein Diamantschwert gebastelt hat. Okay. Oh, wie dekadent. Und der McManus hat sich uns angeschlossen, diese Aufnahmerunde. Genau, hi Leute, grüßt euch. Ja, konnten wir auch nicht ändern. Tut mir ja, leid. Wir wurden gezwungen. What? Wir wurden gezwungen. Und mir wurde gerade gesagt, wir müssen uns jetzt alle auf die Team Rot-Plattform stellen. Das heißt, unser erster Gang geht jetzt zu dieser Plattform. Und das ist Nacht. Ja, los! Ja, hier, Spielepirat hat sein Diamantschwert, der verteidigt uns. Spielepirat? Genau. Er hätte ja meinen Namen vorher üben sollen beim Aussprechen, Freundchen. Spielepirat? Ja, tut mir leid. Ach, Grundfail ever, Alter, das geht gar nicht. Grundfail. Ihr seid gemein. Da spricht ich, er meinen kommt Namen ihr jetzt eigentlich alle zur Plattform? Da warte ich noch kurz. Ja, hier. Wir sind dabei. Ja, wir versuchen es. Ich weiß nicht, wo die ist. Guck mal, da ist ein Creeper. Mal gucken, wer der ist. Alt. Ich der Creeper ist wirklich ein Creeper. So. Übermorgen älter. Wir sind auch die einzigen hier auf dem Server. Habt ihr eigentlich alle die Bettform? Kann mir die mal was? Einer sagen, was ich gerade für ein Tier bin? Bett? Fledermaus? Achso, nein. Ich bin noch keine Fledermaus. Nee, ich habe nur Menschen gesehen gerade, glaube ich. Ja, ich suche auch noch eine scheiß Bett. Ach, ihr seid doch gar nicht Bett. Das wäre doch ganz cool. Ich spiele nur Karten. Ja, also das ist, glaube ich, Alter, wie schlecht denn so schnell hochgekommen, Leute? Karten? Wo läufst du lang? Was, ne? Ich habe bloß geschaut, was wir vor mich hab. Ich lasse ich vielleicht doch kann ich endlich wieder meine roten Kisten. Sehr nice. Lalalalala. Oh Gott, ich bin gleich oben, ich bin gleich oben. Moment, ich bin hinter dir. Moment. Und, das ist falsch, vorne, okay. Wir müssen noch weiter hoch, oder? Alter, warum komme ich denn jetzt hier nicht mehr hoch? Achso, weil Sprint-Taste ist ja nicht. Ach, irgendwie jedes Mal die gleiche. Ja. Okay, ist kein Flugzeug, ist ein Auto. Hab ich dich runtergedrängt, Julia? So, nein, ich hab mich gerade überlegt. Stahl. Ich hab gerade Speck verliert. Wo geht's denn lang? Ich glaube, wir müssen uns durchbuddeln. Ja, mach mal. Das mal letztes. Aua, ups! Wo ist denn die scheiß Plattform? Die da oben oder was? Dann setzt euch am besten in Waypoint, wenn ihr. Wenn ihr immer dort seid. Julia, jetzt hast du mir alles verbaut. Naja. Ja, natürlich, ich muss ja irgendwie raufkommen hier. Ich dachte, du baust uns alle mal. Wir wollten alle verarschen, ey. Doch, bin oben. Ja, ich war erster, ha. So, komm, lass mal drauf. Scheiße. Oh ja, wir hätten uns also mal eine Schaufel lassen sollen. Grün. Ist mir zu doof. Oh mein Gott, mein Name ist jetzt rot. Es ich hab, Alter, könnt ihr mal bitte Blöcke geben? Oh, ich bin grün und ich bin blau. Regelverstoß. Karten, kannst du mir mal Blöcke runterschmeißen? Scheiße, nein, ich hab das Falsche gegeben. Nein, gib das wieder her. Eine Frage, hat jemand, komm, hat jemand Diamanten Karten! Gerade über? Nee, oder? Du, was brauchst du denn gerade über Diamanten? Scheiße, drei, ich bräuchte drei Diamanten, aber ich, naja, ich werde wohl mal farmen gehen. Schmeißen wir was hin, okay. Ich bin fast tot. So, ich mach jetzt mal einen Weg für uns zwei. Dankeschön, danke. So. Jetzt solltest du aber hochkommen. Dankeschön, Julia, dass du so. Ja? Ich weiß nicht, ob das oben wirklich. Ah, da sind sie doch alle. Da unten. Rot. Wo denn? Doch halt an. Na, kommt ihr jetzt wieder runter? Ja, bin hallo. Hallo, bin die Fledermaus. Kommt ihr wieder runter? Ja. Kommt ihr wieder runter? Die Fledermaus gerade ganz kurz töten. Ja. Du bist leider aber nicht zur Fledermaus, wa? Richtig. Ich hab jemanden gesehen. Nein. Zwei Herzen sind übrig. Alter Schwede. Ich bin auch schon mal runtergefallen gerade. Das war jetzt knapp. Oh, da ist noch ein Bett. Ah, guck mal, hier ist ein Haus. Was gehört denn das? Oh, Leute, Alter, du doofe Bett. Ich hätte dich fast angegriffen. Jetzt nicht die Spinne schlagen, die hier rumläuft. Hast du das? Ah, hier. Hallo, die Spinne! Nein! Hier ist ein Zombie, hier ist ein Zombie. Gibt's hier irgendwo so einen Knopf zum Anmachen? Nein, war nicht. Danke. Ja, dann aber auch irgendwie doof, wenn man dann da nicht reinkommt, oder? Was halten hier schon wieder? Ja, weil es ja eigentlich ein Schutzraum sein sollte. Das ist eine gute Frage. Regelverstoß! Das Haus hier. Ab mit dem Kopf! Was? Ja. Was bitte? Achso. Ja, das ist ein Haus, Team Rot, und da dürften wir rein, weil wir da Schutz suchen dürfen. Aber richtig, richtig. Und da ist kein Knopf, damit wir reinkommen, oder wie? Ihr könnt hier ganz normal rein. Wie bist du denn da reingegangen? Ach, da. Das ist eine Carpenter Store, die kannst du ganz normal aufmachen. Die sieht nur aus wie so eine Steintür. Aber ich hab sie gerade angeklickt, ging nicht. Okay. Ich auch nicht. Ich bin drin. Spend ja Diamanten. Mach mal Tür zu. Von wem war denn das Haus hier? Steht das hier irgendwo? Nee. Das. Ich glaube, Frame gehört das Haus. Ich kann das nicht anklicken. Nee, ich konnte es auch nicht öffnen. Mach ich die ganze Zeit. Ich kann aber auch nicht. Schwert in die Hand. Ach so, ja, ihr müsst was in die Hand nehmen. Ich hab ein Schwert in der Hand. Ich hatte was. Ja, ich hab auch geklickt. Es ging auch nicht. Na doch, jetzt geht's. Doch, geht doch. Ich glaube, wir klicken gerade alle drauf. So, Freunde. Okay, so, wir dürfen uns an den Kisten nicht vergnügen. Ne?
Na, das ist keine gute Idee, glaube ich. Ach komm, wir dürfen alles nehmen. Was? Wieso? Nee. So rein theoretisch? Natürlich. Na, hier ist kein Name Schild dran. Steht, hier ist kein Name dran. Wir dürfen aber der Safe Zone. Nein. Du darfst Safe alle nehmen. In der Safe Zone? Nein. War nicht in der Hauptstadt? Darf nicht. Wir sind jetzt drin, wir dürfen alles rausnehmen. Aber nicht in der Safe Zone. Natürlich. Lass mal, ich will keinen Regelverstoß haben. Nein, hört mal zu, ich habe die Regeln ganz klar erklärt. Es muss im Haus. Jetzt muss ich halt raus. Im Haus muss es einen Raum geben, der über der Tür ein Namensschild hat. Ja, aber die Frage ist, die Safe Zone, Stadt ist Safe Zone und ich denke, in der Safe Zone wird auch nicht geklaut werden dürfen. Richtig. Oder? Ich meine auch, richtig, dass es dran stand, dass es auch nicht Diebstahl. Ja, nur in der Anfangszeit, oder? Ja, ist immer noch die Anfangszeit. Nee, Stadt ist generell Safe Zone. Nein, Safe Zone. Ja, genau. Und selbst wenn, es wäre immer noch die Anfangszeit. Das würde aber oh dem Gott widersprechen. Ich kann die Tür wieder nicht zumachen. Da ist ein Skelett, ist das nett? Keine Ahnung, frag's doch mal. Das ist gleich nicht mehr. Kannst du am Tischrank, Skelett, tschüss, bist du nett? Mach ja, mal die Augen zu. Ich habe mir kurz was mitgenommen, ganzes Inventar voll jetzt. Nein. Das hat keiner gesehen. So, seit wann ist das denn eine Safe Zone? Der gehört mir. Das ist aber ihr müsst auf jeden Fall, ihr müsst euch eine Bett suchen, weil das ist, glaube ich, es gibt nichts Besseres wie die ganze Zeit fliegen. Aber ich habe leider keine Bett gefunden, außer eine, die Was ist denn, wenn man stirbt? Hat man die Polymorph-Form dann immer noch? Ja, natürlich. Wieso habe ich von dem Creeper jetzt hier keinen? Vielleicht hast du den schon? Vielleicht hatte ich schon, aber er wird mir nicht angezeigt. SZ? Also, SZ, ja. Drück mal das scharfe S. Also bei Öl kommt bei mir dieser Morph. Nee, Öl sind die Favoriten. Genau. Hi. Öl sind die Favoriten. Ah, wenn du so, man verliert das nicht. Ja, und wie wähle ich das jetzt an? Da kann ich mithalten. Wie wähle ich das jetzt an? Du fährst da drüber und lass dann einfach mal Linksklick oder Rechtsklick, eins von beiden. Ah, ich verstehe. Ich muss die ganze Zeit scharfes S klicken. Lass dich nicht verarschen. Vor allem nicht beim Morph. So. Wo ist unser Eingang? Du hast mir gerade ein Schwert ins Gesicht geworfen. Ja. Hack. Sag mal, ich will jetzt ein Creeper sein. jetzt glaube ich, bin ich ein Creeper. Okay. Oh, Alter, mir ist zu warm, Leute. Mir ist zu warm. Wir müssen die Aufnahme abbrechen wegen Hitze. Ja, Mann. Wo seid ihr denn jetzt? Wir haben Hitze frei. Aufnahme hitzefrei. Können wir mal bitte jetzt hitzefrei weitermachen? Wir wollten noch unser Häuschen bauen jetzt. Ja, wir wollten hier ausziehen, dachte ich. Ja, wir wollten jetzt. Könnt ihr mal bitte zurück in unser Haus kommen? Nee, ja, denn, warum soll man da hinkommen? Baut doch schon mal ab, ich suche ein Bett. Nee, ihr müsst doch das Inventar voll nehmen. Nee, baut doch woanders das hin und dann packen wir es da rein dann. Holt doch erstmal Material, wir brauchen doch erstmal Holz, um überhaupt oder Steine, um ein Haus zu bauen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ihr wollt das Inventar voll machen und könnt ihr nicht mal irgendwo hinstellen, weil wo ihr es hinstellt, dann gleich die Sachen gerippt werden könnten. Da scheint der denkt voll mit, das ist. Ja, das habe ich heute auch schon mal gehört. Holz. Wo geht's denn hier hin? Ach, da vorne ist es, ne? Nein, wir haben gar nichts mehr, Karin. Du musst mal endlich deinen Arsch bewegen und draußen die freie Natur. Wir haben genug Holz, Alter. Ich war doch letztens Holz hacken. Dann mache ich ein paar laufende Kisten. Laufende Kisten? Die sind richtig nice. Laufen die am hinterher? Richtig nice. Ja. Und vor allem, das Geile ist, wenn du was abbaust, laufen die automatisch hin und sammeln das ein. Nee, wirklich? Ja, sie sind total drollig aus. Gibt's die Dinge auch in Hexit? Weiß gute Frage. Nicht. Das ist Open Blocks, wenn ich mich nicht. Warte mal, wie hießen die denn? Er schlägt mich doch nicht. Sag der Creeper! war irgendwas. Was bitte? Ach, der Creeper. Da, laufende Kiste. Oder cool. Hier, mit zwei. War denn jetzt gebaut? Da unten? Ja, zwei schon. Ich komme! Wo seid ihr jetzt hin? Ich vor allem. In unser Haus. Ach, du warst ja noch gar nicht hier. Nein. Ach so. Ey, wie macht man eine laufende Kiste? Du brauchst eine normale Kiste, eine Chest, dann Stickies außenrum bis auf den oberen mittleren Slot, da gehört ein Diamanten hin. Ja, so wie es schon drinne steht. Ein Diamant? Yep, aber dafür... Ich finde unser Haus nicht mehr. Pirat. Ach, Pirat. Wo bist du? Du kennst dich nur auf hoher See aus. Ich hab doch einen Wegpunkt jetzt. Ach, da oben. Ups. Ah, komm hier. Na, warum sprintet denn die Scheiße nicht, Mann? Ich suche aber auch gerade euer Haus. Wo ist denn das? Da, wo der Wegpunkt bei mir ist. Und wenn man jetzt von der Plattform ausgeht, wo die drei Punkte sind, wo muss man in welche Richtung? Oh Gott. Was? Für euer Haus jetzt. Von der Plattform aus nach, was sind das, Westen runter. Wir sind auf der Westseite vom Berg. Also an der Hinterseite. Wie geil. Was denn? Wie fix die auch sind, oder? Die laufende Kiste. Ja. Wie geil. Das Coole ist, wenn... Lauf mal bitte nochmal. Wenn die einen Blitz trifft, dann werden die Kisten größer. Ey, Kiste, wo bist du? Die teleportieren sich auch irgendwann wieder. Okay. Wenn die einen Blitz
Besser wie ein Hund? Also wenn die vom Blitz getroffen werden, also wie bei einem Creeper, dann werdet ihr ja auch zum Super Creeper. Ah, hallo Kisti! Ja. Genauso werden die zu Super Kisten. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Name ist. Wie awesome ist das denn bitte? Ich brauche jetzt Diamanten. Ah, oh, wie süß! Die werden echt zum. Die essen das Zeug auf. Das hört sich total knuffig an. So, wenn das sich jeder so ein, zwei macht, dann können wir nämlich das gesamte Inventar mitnehmen, das hier rumliegt. Ich ja. habe keine Diamanten. Diamanten sind noch in der Crafting Station drin, welche. Aber brauchst du noch die Chest? Musst du einen Chest abbauen halt. Genau. Ich bin halt entzippt. Ah, oh, ist das süß! Komm ich mal wieder nach oben. Wie geil ist das denn, ey, diese Chest? Na, brennt? Also Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ey, ist ja Wahnsinn. Ich wollte euch mal meine Waffe zeigen. Das willst du es also erschießen, ja? Nein, die ist total genial. Ich sag mal, wie sie heißt. Dubstep Gun. Ah, nein. Moment. Da stecken, Alter. Moment. Was denn? Wollen die Leute hören? Das ist ja der Wahnsinn. Na los. Mach. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Also, keine Ahnung. Bei uns im Haus. Ja, ja. So, können wir. Soll ich die Truhe kaputt machen? Damit hier jeder die Truhen plündern kann mit seinem. Ja, ich hab doch noch kein so ein Ding. Nein, ich hab noch eine Chest. Warte, kriegst du ein Ding? Achso. Da, jetzt habt ihr die Kiste geklaut. Kiste? Ruhig. Kannst 5 Kisten haben. Ich hab ja auch noch eine. Soll ich noch eine einsetzen? Einer von den Kisten sind Diamanten drin. Du kannst die 3 Kisten. Geh einfach an den Crafting Table und hol 3 raus. Okay, und das, ich brauche den Diamanten und was brauche ich dann? Geh doch einfach an diesen Scheiß. Und die Crafting Station. Julia unter dem Ofen ist eine Crafting Station. Da kannst du dir raus. Chill mal. Ja, danke schön. Ich baue mal unsere Betten ab, rein. Da muss ich die spawnen lassen, ja? Ja. Ja, rechtsklick. Und dann. Hallo, Fifi. Hilfe, hier wird alles aufgefressen. Ich habe jetzt mal die Betten mitgenommen. Alles weggefarmt. Ich habe jetzt mal die Betten weggenommen. Da rennt mir jetzt echt eine Kiste hinterher, Alter. Das ist so süß. Eine Truhe, Stickies und die. Ich glaube, ich mache mir noch eine. So. Das heißt, ich kann meine Kiste auch füttern? Die füttert sich automatisch. Im Prinzip. Ja, ich stelle mich da vor und schmeiße gerade TSD. Yeah! Sehr gut. Noch eine. Komm. Oh, wie süß! Das ist so geil! Ja. Also hier eine Crafting Station kann ich meine Steaks auf. Hier die. Genau, nur mit. Ah, wie süß! Frisst du mal? Das ist so geil. Okay, haben wir alles? Weil dann können wir gehen. Ja. Haben wir alles? Ja. Also, die Schilder können wir ja dran lassen, ne? Oder willst du mitnehmen? Weiß ich nicht. Er wird zum Verwirren stiften. Das ist für bei uns bleibt oder so, keine Ahnung. Die ganzen Kisten, die mir jetzt da irgendwas hier. Na egal. Gut, Leute! Was ist denn das hier? Richtig loslegen hier? Der Vorraum. Achso, nee, Spielepirat. Achso. Spielepirat. Der Spielepirat. Sag einfach. Ich sage nicht spielende Pirat, sondern. Nein, du sagst Spiele. Genau. Und ich bin nicht Spielepirat. Ja, es tut mir leid, Spielpirat. Ja? Kiste, komm her. Weiß, die süß. Da, Kiste, weiß. 007. Kiste, komm her. 0850. Sei ruhig, kann man seinen Minecraft-Namen mittlerweile schon ändern? Nein. Noch kann ich was dafür, dass du den nicht richtig vergeben? Die Kiste gefressen. Was? Die Kiste wurde von der Kiste gefressen. Nom. Keine Ahnung. Okay, so. Guten Appetit. So, können wir jetzt. Warum kann die Kiste in dem grünen Wasser schwimmen? Oh, sie vergiftet, oder? Die Lebensbalken? Soweit keine ich weiß, Ahnung, weiß nicht. Die blubbert. Meine ist mir schon mal in die Lava gefallen, aber die ist nicht draufgegangen. Ach, das Ding heißt Reisegepäck. Aber guck dir das mal an. Die vergiftet. Ja, das passiert. Also, wo ist meine? Wo wollen wir übrigens jetzt unser Häuschen hinbauen? Ja, wir brauchen noch Holz dafür, oder? So viel Holz haben wir nicht. Haben so viel Holz. Haben wir ja für ein ganzes Haus, für so viele Leute. Nein, aber wir können. Welches Holz wollt ihr denn benutzen? Darf ich mal eine Frage stellen? Wir bauen noch oben unser Haus irgendwo, oder? Oder bauen wir eins hier unten irgendwo? Theoretisch bauen wir es oben. Warum? Nicht, können sie auch unten bauen, ist nicht wurscht. Ich dachte, wir gehen weiter weg. Würde ich auch sagen, also nicht ganz so weit weg, aber wenn wir unser Haus irgendwo. Müssen wir unser Haus jetzt in der Dings bauen, hier in der. Nürnberg? Nee, ne? Nö. Das ist halt nur Safe-Zone. Das ist eine ganz blöde Frage, aber woher scheißegal. Weiß ich jetzt, welche Kiste mir gehört? Das ist ein Teamspiel, jeder gehört jede Kiste. Aber warum? Das ist aber meine. Wir ziehen ja gemeinsam um. Wo ist meine Kiste? Kann ich auf eure Kisten zugreifen? Ja. Ey, wo ist meine Kiste hin? Wer hat meine Kiste geklaut? Tja. Wer hat meine Kiste getötet? Kiste? Jetzt werde ich böse. Habe ich außerdem deine Kiste mitgenommen? Ich habe nämlich ein paar Kisten wieder aufgesammelt, damit nicht alles hier rumrennt. Gimme. Also ich glaube, meine ist auch weg. So. Ich finde, ich habe mehrere Kisten aufgesammelt. Was habt ihr für Äxte? Holz. Eisen. Noch Holz. Eisen. Okay. Was, Ja. Ganz langsam. Drück dich jetzt aus. Jetzt nochmal zu Deutsch.
Also angenommen, es wäre. Und so. Machen wir dann blau? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Machen wir blau? Was willst du blau machen? Wo wollen wir blauen? Im blauen bauen. Wir wollen im blauen bauen. Ich gucke mal gerade auf der Mimimimip. Ja? Auf der Mimimimip. Wollen wir in der Tulpenlandschaft bauen? Da im Norden? Da im Norden? Ja, bin ich dafür. Nee, ich hätte gerne im Süden gesucht. Wir müssen nur noch ein paar Kilometer laufen oder sowas. Achso, ja, okay, dann machen wir das. Oder in diesem schicken Wäldchen, was hier weiter westlich noch liegt. Ich guck mal, ist glaube ich so ein Nadelholzwald oder so. Mhm. Das sind wir. Hört sich auch interessant an. Können wir auch. Ach, ich stecke im Schlamm fest. Ich pack einfach irgendwelches Holz. Weil die haben nämlich auch nochmal richtig geile Holzsorten irgendwie. Keine Ahnung. Wo seid ihr? Wir laufen Richtung Westen. Weißt du, wo Westen ist? Nach links, dankeschön. Ey, du fragst, wo wir sind. Das haben wir schon tausendmal gesagt. Was? Hör einfach zu. Gut, dir nicht, aber ist egal. Geht's euch gut? Wir hatten ja Holz liegen lassen. Macht ja voll Sinn. Ich war immer am Holz liegen. Weil mein Inventar voll ist und meine Kiste ist weg. Ja? Ja, die Kiste hat doch Dings abgebaut. Meine Kiste ist auch nimmer da. Karten hat die abgebaut und ich hab dein Inventar aufgesammelt. Ja, dann musst du den mal wieder geben. Und eine Kiste hat eine Kiste gefunden. Hier, komm, Karten, gib mir. Ich hab mal schnell. In der Kiste ist eine Kiste drin, die kannst du nehmen. Danke. Ja, kriegst du ein bisschen. Ich hab was, die Kiste brennt sich gegenseitig? Ein Haus gebaut, ja, wenn sie nur rumliegen. Nice. Du hast schon ausgebaut? Ja, ganz schnell. Nein, hier ist Kiste. Ja. Da ist aber blau. Ich darf nicht reingehen. Oh, hier geht's ein bisschen tief runter. Ja, ich hab blaue Wolle raufgesetzt. Mein Gott, müssen wir einfach wieder löschen. So. Aber der Wald ist gar nicht so schön. Pack jetzt mal in die Reisekiste. Wie kann man denn eine Kiste in eine Kiste packen? Die essen sich gegenseitig. Richtig. Wirklich? In einer Kiste sind zwei Kisten drin, also du kannst eine rausnehmen, wenn du willst. Die abgebaut waren. Aber wenn du die dann wieder wegnimmst? Wenn du sie aufgestellt hast, dann sind sie ja da. Wenn jetzt das Item da sind, dann... So, ist das wirklich Team Blau hier, das Haus, oder hast du jetzt die falsche Wolle hingesetzt? Nein, das ist Team Blau da drin. Die Wolle einfach setzen. Leute, es wird Nacht. Aha. Stimmt. Also da drüben geht der Wald größer weiter, aber wenn wir jetzt da drüben hingehen oder nicht, oder wollt ihr so nah am Spawn bauen? Toll, jetzt habe ich einen Piraten verloren. Wo bist du hin? Hier, über rechts. Ach da. Ich bin da über rechts. Hier rumwuseln. Wo seid ihr denn jetzt, Darky? Dark. Ich bin hier, ich bin da. Julia war doch gerade hinter mir. Wir können uns ja auf dem Baum da oben. Ich verwechsel dich immer mit Julia, ganz ehrlich. Dein Skin sind doch so ähnlich. Er ist so grün, sie so braun, das kann man leicht verwechseln. Ja, aber er sieht nicht so männlich aus. Wollen wir ein Baumhaus bauen? Lass uns ein Baumhaus bauen. Ein Baum. Er hört sich aber nicht männlich an. Wo ist denn Magnus? Ja, ich bin hier bei mir im Haus. Warum kommst du nicht her? Ja, weil ich zum 10. Mal schon gesagt habe, ich weiß nicht, wo ihr seid. Die haben die ganze Zeit auch gesagt, im Westen. Weißt du, wo Westen ist? Ja, ich bin die ganze Zeit da rumgeflogen. Leute, es ist Nacht. Von der Plattform aus, Pass auf. Wenn du westlich von der Plattform runtergehst, ja? Ja. Oben. Dann kommt was. Boah. Und zwar kommt das in Sumpfgebiet. Righty? Warte. Ist so ein braun, hässliches Ding hier. Warte. Guck da auf die Map mit M. Dann wirst du folgen können. Achso, warte, dann muss ich erstmal landen. Du musst landen, um Ende zu landen? Nein, wieso? Ja, er muss ja die Karte aufmachen. Ja, die kann er auch aufmachen, aber nicht benutzen. Fledermaus, die wird auf der gleichen Höhe stehen. Ja, ich weiß. Ich will auch Scheißdreck. Ich will auch einen haben. Temporäre Amnesie gehabt, gib's doch zu. Nomz, was ist das süß? Wie lange brauchst du denn jetzt für deine Map? Ja, ich hab die Map offen, aber da zeigt's mir an, was ich entdeckt habe bis jetzt. Uah! Wieso denn eigentlich das? Ja. Diamanten? Ja, leider ist bei mir die Map, da ist nicht viel, wenn ich okay, du bist auf der Plattform, oder? Du bist auf der Plattform. Ja, richtig. So, und wenn du jetzt da einfach mal nach links fliegst. Ja. Auf der, genau, dann fliegst du da halt einfach rüber. Was machst du da, Karten? Dass meine Kiste und da hast du so ein Sumpfgebiet im Land. Aber die hängt gerade im Wasser. Ich glaube, ich helfe dir mal. Und danach kommt so ein Wald mit so braunen Bäumen nochmal. Und da sind wir eigentlich. Da ist auch ein beleuchtetes Haus, glaube ich, irgendwo gewesen. Hat jemand mal Fackeln von euch? Hat jemand gerade Fackeln von euch? Ja, aber ich bin ganz weit unter der Erde. Ich habe einen Lava-Eimer. Ja, der leuchtet auch. Hat jemand? Ja. Ich habe Fackeln. Ich muss jetzt irgendwie zu dir hoch. Scheiße, so schon mal nicht. Aber da ist ein beleuchtetes Haus. Das müsstest du eigentlich sehen können. Also ich sehe hier, fliege hier gerade über so einen ziemlich dichten Wald. Ich glaube, du bist falsch. Ich hab mal ein bisschen. Nee, er hat ein anderes Links wahrscheinlich. Weißt das du? Kann sein. Ach, das andere Links, ach so. Guck mal, hier sind vier Fackeln direkt auf den Haufen gebaut worden. Sehr gut. Hey, da liegt der Diamant noch rum. Ja, man hätte auch einen größeren Bereich wählen können, der jetzt hell ist.
Aber hier sind jetzt vier auf einen Haufen, erhöht natürlich die Lichtstärke. Ja, ich kann ja auch ein bisschen der so Landebahn-mäßig machen. Ja, genau, du das meine ich. Du kennst ja mit Flugzeugen aus. Ich kenne, du musst zweireich. Ja, ja, bin ja noch nicht fertig. Gut. Hör doch, da ist ein Creeper, da könnt ihr eventuell den Landebahn kaputt machen. Hör auf, du reißt dich an, Wichser! Ah, nein! Wusste ich's doch. Scheiße. Ey, aber Regelverstoß. Warum, ich hab dir doch nicht kaputt gemacht. Aber du hast mich angegriffen. Hab ich gar nicht. Das ist ein fieröses Erz. Ich hab dich gestreichelt. Ferius. Oh. Wenn ich eine Kiste töte, ja, wäre ich in zur Kiste? Nein. Das würde ich mitnehmen, ich Julia. Ah ja, und Limestone, cool. Und wo bist du jetzt? Ich hab die Landebahn, die schaut nicht schön aus, aber zweckmäßig. Wir kommen ja irgendwie nicht voran. Nee. Sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit Plan. Also nee, dann gehst du. Nein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt ernsthaft? Tschüss. Ja. Ja?